Servus Ladl, wir spielen heute mal wieder an King of the Hill. Root Rider haben wir gebannt, ansonsten läuft's wie immer. Jeder stellt aufs Kommando Base, stellen seine Base und jeder greift dann die Nummer unter sich an, der ganz unten, den ganz oben. Und zum Start müssen wir jetzt 85% 2 Sterne holen, um in die nächste Runde zu kommen. Jeder, der weniger holt als vorgegeben ist, fliegt raus. Jeder, der es schafft, kommt natürlich weiter. Wir spielen wie aktuell auch in Legende die neuen Heiler Strat mit dem Feuerball. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Base, die wir hier haben von Chief. Ich meine, hier oben wäre es an sich ganz nice, den Feuerball zu spielen, aber da steht die Clanburg so eklig, da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Dementsprechend gehen wir hier unten einfach und nehmen entspanntes Rathaus mit. Das sollte auf jeden Fall für die erste Runde passen. Habe jetzt auch nicht wirklich überlegt während des Intros. Sollte schon so fein sein. Kann ich den Gift vielleicht noch früher auslösen, dass der nicht ganz so juckt? Ah, bitte Gift, Trigger. Dankeschön. Ah, einen Flameflinger könnten wir eigentlich auch nutzen. Ist jetzt zwar ein bisschen spät, aber... Ja, komm, wir nutzen den hier. Yeti noch mit dazu. Okay, passt. Dann werfen wir den Feuerball einmal. Ah, chillig. Okay, das war gottlos. Egal, halb so wild. Soweit passt noch alles. Was machen wir mit der Clanburg? Ich glaube, wir lassen die Clanburg einfach bis Backend stehen. Und schauen, dass der Warden auf jeden Fall nicht zu Queen rüberzieht. Dass wir mit dem den Mono noch rausholen können. Vielleicht den Skelly hier mit dazu. Okay, da war ein bisschen spät. So, mehr Zauber dürfen wir jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt in den Warden pumpen. Weil die Queen auch einen Zauber braucht. Oh mein Gott. Der war zu spät. Dann muss ich... Ja, okay, dann muss ich da noch einen Freeze reinpumpen. Das geht nicht anders. Der Mono muss fallen und dann sollte es eigentlich passen. Ja, okay, der Warden ist down. Ist egal. Der Hit war jetzt nicht so richtig clean. Ich habe lange nicht mehr während der Hits gesprochen. Habe ja auch diesmal nicht so viele CWL-Videos gemacht. Weil es mir so schlecht ging währenddessen. Und während meiner Legend-Hits spreche ich eigentlich nicht so viel. Aber ich denke, das ist schon noch fein so. Das einzige Problem, was wir aktuell haben, ist die Zeit. Vor allem, weil die defensive Clanburg halt noch rauskommt. Oh, ja, perfekt. Okay, da habe ich jetzt auch nochmal zu spät reagiert. Aber ich meine, es reicht auf jeden Fall. Ich glaube, wir kriegen es jetzt halt nicht mehr ganz durch, wenn mich nicht alles täuscht. Aber für 85% reicht es auf jeden Fall. Und das heißt, wir kommen auf jeden Fall weiter. Müssen halt die nächsten Runden ein bisschen besser performen. Weil ich will hier sicherlich nicht in meinem eigenen King of the Hill irgendwie in der zweiten Runde oder so ausscheiden. Eh schon peinlich genug, dass ich hier nicht triple. Denn das Armeelager hier oben bleibt auf jeden Fall stehen. Zusammen mit dem Elex-Sammler. Das heißt, wir holen hier 98% im ersten Hit. Also das wäre auf jeden Fall besser gegangen. Oh, ansonsten hat sie schon einige erwischt. 2 One-Stars sind raus. Eieieiei. Okay, da kracht schon bei so einigen. Also in der zweiten Runde sind wir jetzt auf jeden Fall gleich schon viel, viel weniger. Okay, wir sind jetzt noch 14 Leute. Da sind auf jeden Fall schon mal einige geflogen in der ersten Runde. Und ich muss jetzt an Harald ran. Boah, ich weiß gar nicht genau, was ich da mitnehmen soll mit dem Feuerball. Aber ich denke, irgendwo hier unten maybe den Multi rauswalken und dann auf den X-Bau oder so den Feuerball werfen. Müssen wir mal gucken, wie genau der Warden jetzt läuft. Aber bei solchen Basen ist es auf jeden Fall saugeil, wenn man den Plop hat. Ich müsste hier so lange durch die Goldlager durch. Durch den Plop ist es allerdings halt komplett free. So, hier schauen wir, dass wir den Flameflinger noch mit dazu setzen. Oh, ich glaube, ich gehe sogar auf den Adler. Ey, Meta, danke fürs Raiden. Ich achte gleich drauf. Ich bin nur gerade in der YouTube-Aufnahme. Danach komme ich drauf zurück. aber gut, der Feuerball sieht schon mal ultra sick aus. Der Warden läuft nach links. Ich glaube, das passt alles soweit. Dann können wir hier oben mit der Queen starten.
Maybe sogar den King fürs Rathaus traden. Nehmen wir den Warden so noch raus. Damit sollte der Funnel ins Rathaus auf jeden Fall auch stimmen. Ah. Ja, doch, müsste passen, oder? Jetzt die King-Fähigkeit, sofern der jetzt nicht wieder rausläuft. Aber das ist fein, genau. Der Warden kann da unten eh nicht sterben, da ist absolut kein Schaden mehr. Das Rathaus fällt durch den King. Okay, der Flameflinger hat jetzt nicht den geilsten Job ever gemacht, aber halb so wild. Gefunnelt hat er, mehr muss er gar nicht tun. Gift ist auch ausgelöst. Ja gut, dann spielen wir noch die Gladi hier oben mit dazu. Das Ding ist auf jeden Fall relativ free. Um das Ganze noch zu beschleunigen, können wir hier mal ein bisschen Cleanup mit dazu packen. Ah, hier unten wäre der Cleanup vielleicht sogar ein bisschen smarter gewesen. Aber naja, whatever. Gladi können wir noch zünden. Für die Headhunter vielleicht nochmal den Invis, damit die ein bisschen schneller vorankommen. Nochmal ein Invis. Okay, der war quatschig. Das hat nur unnötig in die Länge gezogen. Jetzt warten die Kollegen hier nochmal alle auf den Bohrer. Aber das sind auf jeden Fall dicke fette 3 Sterne. Dann schauen wir mal, wie viele jetzt die Runde überleben. Okay, jetzt sind wir schon nur noch zu 10. Es geht auf jeden Fall relativ schnell. Mittlerweile müssen wir 95% holen. Schauen wir mal, ob es hier jetzt auch nochmal einige erwischt. Und wir müssen jetzt Pat angreifen. Gegen Pat ist gerade jemand gescheitert mit 99%. Und einem One-Star. Das ist auf jeden Fall verdammt ärgerlich. Und das heißt, wir wollen die Base nicht failen. Aber eigentlich sieht die Base ganz angenehm für uns aus, würde ich jetzt mal behaupten. Was wir jetzt hier machen ist, hier einen dicken, fetten Indus drüber zu werfen. Dann setzen wir den Warden da rein. Und hauen den Feuerball. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das war jetzt fast ein bisschen kritisch. Ich habe nämlich tatsächlich ein bisschen zu sehr drüber nachgedacht, was ich sag, und habe dementsprechend echt lang gebraucht bei der Ausführung. Aber okay, der Warden ist gesaved, der Feuerball war meiner Meinung nach ganz geil. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier mit dem Flameflinger anstellen können. Okay, Clermont kommt auf jeden Fall noch raus. Da müssen wir gleich aufpassen. Aber sieht eh nach 3 Ice Golems aus. So. Ich weiß gar nicht, ist der Flameflinger safe? Ich glaube schon. Aber wir gehen trotzdem mal auf Nummer sicher. Starten mit dem Queen Charge hier oben. Oh, wir könnten beim Warden noch einen Heiler mehr dazu setzen. Die Queen braucht das gar nicht. Und das heißt, der Flameflinger sollte das Rathaus bekommen, sofern der Minenwerfer nicht relevant ist. Und das sieht auch so aus, als würde da alles passen. So, den Warden machen wir mal kurz Invis. Boah, aber die Zauber, die schwinden ganz schön, wenn ich mir das hier so anschaue. Aber der Mono ist jetzt auch down. Ey, der Angriff sieht verdammt nice aus. Das sieht hier richtig, richtig geil aus. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir hier einfach noch den King mit dazu. Brechen den auch einmal rein. Queen können wir zünden lassen, das ist kein Problem. Und dann können wir die Gladi hier einmal durch die Mitte spielen. Hier ein Freeze mit dazu. Hier freezen wir auch, dass die Queen vielleicht noch am Leben bleibt. Ja, okay. Queen ist down, aber halb so wild. Hier noch ein bisschen Cleanup mit dazu. Und dann passt das. Der hat Spaß gemacht. Ich fand den Flameflinger richtig, richtig geil an dem Hit. Also, I mean, grundsätzlich mit dem Feuerball kann man ja eh mal jede Menge Spaß haben. Aber den Flameflinger fand ich auch sehr, sehr geil. Und dementsprechend auch das ein Easy-Hit. Haben am Ende noch 30 Sekunden übrig. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel wir gleich noch sind, wenn wir 3 Sterne holen müssen. Digga, Pat raus, Sandwich raus, Skylife raus, The Last raus. Digga, jetzt dreht's ja alle. Okay, wir sind jetzt noch zu 6. Und wir müssen 3 Sterne holen. Kurz vorneweg, falls jetzt mehrere 3 Sterne holen sollten,
falls alle 3 Sterne holen oder nur 2, whatever. Dann geht's in die nächste Runde und da würde nochmal die Zeit mit dazu zählen. Jetzt zählt es allerdings erstmal nur, oder kommt es jetzt erstmal nur drauf an, die 3 Sterne zu holen. So, was machen wir hier? Ich würde sagen, wir holen den Mono oben mit dem Feuerball. Ansonsten... versuche ich irgendwie hier einen Flameflinger zu spielen. Vielleicht hätte ich erst die Kleinburg loggen sollen. Das war, glaube ich, jetzt ziemlich dumm von mir. Aber gut. Ist erstmal nicht so dramatisch. So, Feuerball ist geworfen. Damit sollte der Warden jetzt auch erstmal safe sein. Ah, eigentlich wollte ich die Queen hier unten spielen, aber ich will jetzt auch den Yeti nicht zum Minenwerfer tanken spielen. Ich starte mit der Queen jetzt einfach hier oben. Eventuell cleart der Warden die ganze Seite weg, wenn der jetzt nicht unbedingt der Queen folgt. Das war ein bisschen schlecht gemacht mit dem Flameflinger. Aber ist, denke ich, noch okay soweit. Ich meine, der Warden sollte da rechts bleiben, sollte der Queen nicht folgen. Das passt also soweit. Und das heißt, wir können es hier auf jeden Fall noch in einem Triple bekommen, I guess. Ich breche hier mal auf, dann kann der King schon mal das Rad, die Queen rausnehmen. Was babbel ich denn schon wieder? Und dann breche ich hier nochmal weiter. Dann kommt die Queen auf jeden Fall so weit an ziemlich alles ran. Nur ans Rathaus selber halt nicht. Aber da kann ich sonst auch noch gleich die Gladi drauf spielen. Wenn der Warden nicht drauf geht, da schauen wir jetzt mal. Theoretisch müsste der Warden gleich reingehen, aber das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu spät. Dementsprechend spiele ich die Gladi da jetzt rein. Freeze da auch einmal. Oh, okay, das ist jetzt gerade, das ist richtig nervig. Oh, oh mein Gott, ich dachte irgendwie, die Gladi hätte noch die Fähigkeit. Wir brauchen halt unbedingt einen Triple. Oh mein Gott, was habe ich gerade gemacht? Ich hätte so die Zauber für die Gladi investieren können. Das war viel zu spät. Das könnte so ein Timer werden. Babydrache hier mit dazu. Rocket Loon nochmal. Queen müssen wir zünden. Aber die geht... Oh, durch welche Mauer geht sie denn? Oh mein Gott. Jetzt mal... Verkauft mich die Queen oder verkauft sie mich? Durch was für Mauern ist die gerade gegangen? Jetzt mach keine Faxen. Okay, sie kommen dann ins Goldlager ran. Das heißt, es sind 3 Sterne. Der Angriff war eine Katastrophe. Aber egal, 3 Sterne haben wir. Und damit passt das erstmal. Und damit haben wir 4 Leute, die jetzt im Finale sind. Im Finale zählt jetzt zusätzlich noch die Zeit. Also erstmal ist es wichtig zu trippeln. Wenn man dann aber trippelt, entscheidet die Zeit. Okay, wir haben jetzt hier die Anti-Two-Star-Base von Alex. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich überhaupt über auf Zeit gehen soll. Ich will nämlich gar nicht auf Zeit gewinnen. Ich meine, es ist mein eigenes King of the Hill und wenn jemand jetzt hier schnell trippelt, dann finde ich, hat er es auch verdient, die Szenerie zu bekommen. Es geht übrigens um die Schattenszenerie, das habe ich im Video, glaube ich, gar nicht gesagt. Im Stream habe ich es natürlich erwähnt, aber im Video glaube ich nicht. Und die Base ist tatsächlich echt eklig. Man kann hier nirgends wirklich einen geilen Flameflinger spielen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hinten raus die Drill oder so nutzen. Oh! Manchmal, ich verstehe das manchmal nicht. Oh, für den Warden war erst das andere Gebäude näher, aber... Ach, keine Ahnung, ich raff das manchmal nicht. Wieso der Feuerball da dann woanders hingeht als der Warden? Ich finde... I don't know, es müsste... Ich finde, das müsste überschrieben werden. Oh mein Gott. Okay. Jetzt war ich zu viel am Babbeln. Wir ziehen die Heiler kurz rüber. Zur Queen. Und versuchen das jetzt irgendwie zu carryen oder zu retten. Ah ja, perfekt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's aber los. Ich tue auf jeden Fall alles, um das eigene King of the Hill nicht zu gewinnen.
Glaube, ich spiele hier eine Drill mit dazu und spiele die Gladi hier unten und versuche dadurch die Queen in die Mitte reinzubekommen. Ich hoffe, die Drill stirbt nicht so schnell. Okay, die Mauer ist theoretisch offen. Aber ey, das kriegen wir niemals durch. Keine Chance. Da kracht sie hinten und vorne. Das können wir ja quasi gar nicht durchkriegen. Okay. Das heißt, es entscheiden auf jeden Fall die anderen unter sich. Wir spielen das hier natürlich noch zu Ende. Aber durchgehen wir das sicher nicht mehr. Ah, Ragedom auch etwas zu spät gefreezed. Ja, wieder zu spät. Meine Reaktionen sind gerade unterirdisch, das ist ja echt krass. Ja gut. Perfekt, das ist auf jeden Fall ein Fail. Dann bin ich gespannt, wer gleich gewinnt. Wait, what? Okay, das ist gottlos. Jetzt im Finale haben tatsächlich nochmal mit mir drei Leute gefailt. Und das heißt, Marcy ist der Einzige, der getrippelt hat. Finde ich sogar ganz geil, dass ich jetzt auch gefailt habe, weil so geht's nicht auf Zeit. Und dementsprechend hat sich Marcy die Schattenszenerie verdient gewonnen. GG's an ihn. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.